Willkommen bei Skipas Youngtimer Kaufberatung. Heute wieder aus der Reihe Schätzchen aus der Garage, die es wert sind, hier im Video, im Internet verewigt zu werden. Wieder aus der Baureihe A4, Typ B5. Der eine oder andere hat ihn schon mal gesehen, kurz in dem Vergleich zwischen Vor-Facelift und Facelift. Aber aufgrund erstmal des Zustandes und der Farbkombi und der Ausstattung ist es wert, diesen Typ B5 auch nochmal hier im Rahmen eines Zustandsberichtes mal zu beschreiben und euch zu zeigen, weil das Fahrzeug auch hier im Verkauf steht, im Privatkundenauftrag, und der ein oder andere immer ganz gern ein Video dazu sieht, weil er hat auch ein paar optische Mängel, weil dieses Fahrzeug eine ältere Dame, möchte ich mal sagen, also Jahrgang 1940 gefahren hat. Allerdings muss man hier sagen, ich als Profi, wenn ich den Wagen fahre, schaue mir die Laufleistung an von erst 143.000 Kilometer. Hat man aber den Eindruck, wenn man nicht auf den Tacho schauen würde, dass der Wagen maximal 60.000 gelaufen hat. Vom Fahrgefühl her, von der Haptik, vor allem vom Geruch, weil hier haben wir wirklich, und ich kenne die Autos neu, ich hatte damals zwar keinen A4 neu, aber sondern S4, B5, zwei Stück und zwei RS4, also ich kenne diesen Neuwagengeruch von dem Typ B5, und dieser hier hat tatsächlich diesen Neuwagengeruch. Unfassbar, aber es ist so, weil die Frau wohl nicht geraucht hat, der Wagen immer in der Garage stand, nie unter UV-Strahlung ausgesetzt war und so weiter und so fort. Wir haben hier einen Facelift, logischerweise, man erkennt es unschwer an den Klarglas-Scheinwerfern. Die Farbe finde ich toll, ist einer meiner Lieblingsfarben im Blautonbereich, nennt sich Santorin Blau-Perl-Effekt. In Verbindung mit, man sieht schon von außen, einer hellen Vanille-Ausstattung. Diese Kombi gab es öfters mal. In Verbindung mit einer, ich sag mal, Vollausstattung, nahezu Vollausstattung, bevor wieder irgendwelche Unkenrufe kommen. Hat mir immer sehr gut gefallen. Ich zeige es euch gleich. Also, wir haben hier einen Facelift, allerdings noch kein Ende vom Facelift, will ich mal sagen. Also kein 2000er, obwohl er 2000 zugelassen ist. Es ist ein Baudatum von 1,99, also einer der allerersten Facelift. Ab 7-99 gab es ja dann nochmal eine kleine Änderung, ich hatte es schon mal erwähnt, bezüglich Schalltafeleinsatz nach Design in weiß-blau, dann anstatt rot, und Funkuhr. Er hier hat noch eine Analoguhr. Hier haben wir ein Auto, wie gesagt, Laufleistung 143.000 Kilometer, original. Ein lückenloses Scheckheft, penibelst gepflegt. Letzte Inspektion war vor 2000 Kilometer. Zahnriemen wurde bei 120.000 Kilometer gemacht, allerdings Ende 2011. Daran erkennt man schon, die Dame ist mit dem Fahrzeug dann in den letzten Jahren gar nicht mehr viel gefahren. Ansonsten haben wir hier auch die schöne Variante 2,4 Liter, 165 PS, ARJ-Motor als Quattro. Und das macht die Sache immer spannend. B5 Limos als Quattro sind mittlerweile schon selten geworden, wir wissen es alle. Wird auch mal meiner Meinung nach ein Klassiker. Insofern sollte man sich jetzt gute schon mal sichern. Auch wenn sie augenscheinlich etwas mehr kosten als der eine oder andere, ist es doch immer das Credo, das bessere Auto für den teureren Preis ist in der Regel auch der bessere Kauf. So, also. Ausstattungstechnisch haben wir hier erstmal Xenon mit Scheinwerferreinigung, die war Serie. Wir haben die Alufelgen 16 Zoll. Sehen so ein bisschen aus wie die, nicht lachen, ne? S-Line, ne? Die dann später kam beim B6. Vom Design her nicht ganz, aber man könnte hier natürlich, mein Traum wäre hier 18 Zoll. 18 Zoll, ich sage nicht S-Line bewusst, ich sage 9 Speichenrad, und zwar das 8,5x18 ET30, wäre direkt bündig, wäre vom Allerfeinsten. Wir haben hier die Ausstattungspakete Proline Style, Proline Sport, so hieß das dann in einem Facelift, in Verbindung mit Santorin Blau, ich habe es erwähnt, jetzt gucken wir mal rein. Tralalala, so, wir haben hier ein blaues Interieur grundsätzlich, und das
setzt mit einer hellen Vanille Sportlederausstattung. Das Leder nennt sich, weil es ein bisschen grobschlächtiger ist, Cricket-Leder. Finde ich nicht schlecht, weil es sieht nicht so abgespeckt aus wie vielleicht dieses dünne Kodiak-Leder, das es ja auch gab, dieses Glattleder. Wir haben hier im Proline Sportpaket logischerweise die Sportsitze, wie man hier sieht. Wir haben ein Sportfahrwerk, PR-Code ist dann logischerweise 1BE. Wir haben auch das typische Dreispeichen-Sportlenkrad hier im Facelift-Design, in blau sogar. Wir haben im Sportpaket Proline Sport das Fahrerinformationssystem hier mit leichten Pixelfehlern, muss man beheben. Wir haben Bavona Bernstein als extra, wir haben Klimaautomatik nicht als extra, war serienmäßig, wir haben Sitzheizung aber als extra, Radio Konzert haben wir als extra, wir haben ein Bose Soundsystem, der CD-Wechsel sechsfach ist hinten im Kofferraum wie immer verbaut, wir haben die Fensterheber hinten als extra, wir haben ein Schiebedach mit Glas und Vorwählautomatik als extra, wir haben Sideguard, Kopf-Airbag, das heißt, hinten hat er auch dann Airbag, hier Seiten-Airbags und hinten auch, man sieht es an der ABC-Säule. Dachhimmel natürlich hier perfekt, schön, blütenweiß und wie gesagt, der Geruch, unfassbar. Man fühlt sich hier direkt zurückversetzt, also ich zumindest, weil ich ja die Autos neu kenne, ins Jahr 1999, automatisch abblendbarer Innenspiegel. Das war soweit an Extras. Was mir einfällt, aber ich vergesse öfters auch mal was. Hinten, also hier schaut es auch so aus, wenn hier kaum oder ja, niemand gesessen hat. Blau, Vanille, Blau, Kupfer oder so. Jetzt zu den optischen Mängeln. Das Auto, ich bin ihn gefahren, ungefähr 300-400 Kilometer, ohne jegliche Mängel, kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, kein Poltern, kein Quietschen, er fährt geradeaus, der Motor läuft wie Sahne. Es ist wie gesagt alles gemacht worden, was genau gemacht worden ist, müsste man dann über die Rep-Historie ziehen. Technisch perfekter Zustand, zu den optischen Mängeln kommen wir jetzt, was gemacht werden muss, ist auf jeden Fall, bei Santorin-Bau sieht man natürlich jeden Krümel, ist klar, hier haben wir ein paar Kratzer, ich nehme an von Sträuchern. Wenn man es perfekt haben will, müsste man normalerweise hier beilackieren. Ja? So, das Unschönere ist, dass die alte Dame halt dann mal hier irgendwann hängen geblieben ist. Hier, da und an der Tür. Das heißt, die Tür und der Radlauf muss instand gesetzt werden und beilackiert werden. Dann ist er perfekt, wenn dann auch noch der Kotflügel vorne mitlackiert wird. Könnte man sich überlegen, ob man die ganze Seite gleich mitlackiert. Wenn das der Fall ist, hat man allerdings dann einen nahezu perfekten und wirklich wunderschönen A4 Limousine B5 Quattro in Santorinblau mit einer wirklich sehr, sehr guten Ausstattung. Nochmal für die Leute bezüglich Vollausstattung. Zur richtigen Vollausstattung fehlen noch so Goodies wie zum Beispiel Tempomat hat er nicht. Doppeldienstschacht, Navi Plus hat er nicht. TV-Funktion gab es dann auch noch. Also Navi hat er nicht, brauche ich persönlich nicht. ESP gab es in 1.99 noch nicht, erst ab Modelljahr 2000. Anhängerkupplung würde es noch geben. Elektrische Sitze gab es bei den Sportsitzen übrigens nicht. Aber er hat hier eine elektrische Lordose. Da stellt man sie ein für den Rücken. Es gab noch automatisch abblendbare Außenspiegel, die hat er auch nicht. Ansonsten hat er meines Erachtens nach aber alles, auch Mittelarmlehne und so weiter. Gut, Telefonvorbereitung gab es noch, Heckrollo, gut, fehlt ihm auch. Shit happens, sagt man da, ne? Okay, alles klar. So, bis dahin sage ich erstmal bis demnächst. Euer Ralf Skieper sagt Tschüss. Mit dem schönen Santorin-blauen A4 B5 Quattro 2,4 Liter. Abonniert meinen Kanal. Bis demnächst, denn wir haben ja immer bekanntlicherweise schöne Garagenfunde, schöne Autos. Und ich hoffe auch mal, dass es mal wieder ein anderes Fabrikat wird. Nicht immer Audi. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf.